Hallihallo und herzlich willkommen zum Treureport Live-Bericht der Reste-Festessen. Hier ist schon wieder gute Party unten in Rapture, aber wir haben gar keine Zeit, denn wir sind immer noch etwas kränklich. Zwar konnten wir mit Hilfe der ersten Antidotprobe von Sujong unser sich selbst erworbenes Herz wieder ein bisschen zur Raison bringen, aber dafür hat es jetzt noch ein paar unangenehme Nebenwirkungen, die unter anderem dazu führen, dass regelmäßig hier unsere Plasmide durchgeswitcht werden. Das nervt auf Dauer. Flupp, damals. Security Bullseye, wer braucht denn das? Ja, und um die Sache möglichst schnell beizulegen, brauchen wir halt noch ein bisschen mehr von Sujongs Antidot. Und deswegen befinden wir uns jetzt auf dem Weg zu seinem Labor im Apollo Square. Heißer Katrin, die sieht ja wild aus. Ah, okay. Die Splittergranaten liegen offen auf der Straße. Wahnsinn. Ifipo, what's happening hier? Eine verflucht gute Frage, der ich mich gerne anschließe. Mal schauen. I was so angry when I came down here, but my God, I had no idea. There's armed men all over the place. I saw a woman climb over the fence trying to escape. One of Ryan's guards pointed at her and she lit on fire. Just like that. What's happening here? Mal wieder ein, wenn man es mal so nennen möchte, Lebenszeichen von unserer Kumpeline Diane McClintock, Ryans ehemaliger Beziehungspartnerin. Sie war so wütend, dass sie hier runtergekommen ist, aber sie hatte ja keine Vorstellung. Überall sind bewaffnete Menschen. Eine Frau hat versucht, über einen Zaun zu klettern. Eine von Ryans Wachen deutete auf die Frau und sie ging lichterloh in Flammen auf. Was zur Hölle ist hier los? Selbst der Clown liegt auf der Seite. Ah. Nein, nix, Target-Dummy. Also hier ging offensichtlich so richtig die Party. Alle ganz schön kaputt. Vermisstenanzeigen noch und nöcher. Leichen säumen die Straße. Oh, und eine Little Sister, ne? Okay, Mr. Bubbles kriegt Besuch. Helfen wir mal kurz aus. Wieder so ein Lethead-Assi hier. Jimmy had a gun, yeah! Du guckst ja immer noch durch die Gegenkeule. Enrage? What? Nein! Frankie. Die Nummer mit dem Herz war unangenehm, aber für den Spaß hier, da wirst du bluten. Guaranteed. Wollen wir ganz kurzer Check machen, nur um sicher zu gehen, aber wir sollten eigentlich beide schon haben. Jo, sieht gut aus. Be right back. Au, au. Schön mit dem Bolzenschussgerät bearbeitet. Lass das jetzt. Mann, Mann, Mann. Rosie. Komm, ich schaff dich mal schnell weg und dann mach, dass du wegkommst. Ich bin gerade etwas instabil. Nicht, dass mir aus Versehen mal ein Incinerate irgendwie in deine Richtung ausrutscht. Das können wir nicht wollen. What can I really do for these little ones? I am tainted by sins. But you, perhaps you unlock a future for them that I cannot even imagine. A little one heads your way with a gift. Please be careful. Ja, damit hat sich die Frage vom letzten Mal auch schon erledigt. Also, die gute Brigitte, Mrs. Dr. Tenbaum, lässt uns nach wie vor weiterhin für gerettete Little Sisters Hilfe zukommen. Big Daddy hypnotisen. Das wäre es jetzt natürlich auch gewesen, aber
Sagt halt, naja, was kann sie den kleinen Mädchen schon bieten? Sie ist voll der Sünde, die Tannenbaum. Wir hingegen können ihnen vielleicht eine Zukunft bieten, die die Kids verdient haben. Wir arbeiten dran, nach wie vor unermüdlich im Einsatz. Okay. Ob das jetzt was wird? Wir werden sehen. Müssen wir ein bisschen kreativ sein, aber es geht. Schau her. Nippe durch die Lasche und so und ab dafür. Jo. Damn, das war anders geplant. Ich hätte eigentlich wissen müssen, dass es nicht meine sind. Insektenschwarm auch nett. So, mal ganz kurz checken. Wir sind frisch im Game, also hoffe ich, die Karte überlebt ist. Okay. Jede Menge kleine Buden. Hestia Chambers. Boiler Room. Aha, Hestia zweiter Flur, dritter, vierter, fünfter. Okay, unser Ziel ist also von uns aus gesehen dann links weg. Und geradezu eher nicht so. Dann gehen wir also folgerichtig erstmal geradezu. A glue. Hast du das? I'm not a bad person. Maybe you're not a bad person, but sure as hell you're a dead person. You'll just have to make do. And that's because they put everything we work for at risk. Imagine if the Soviets found our wonderful city, or even the US government. Our secrecy is our shield. A little capital punishment is a small price to pay to protect all of our freedoms. Now you're talking, Barry. Okay, unsere Jim und Mary PSAs haben das ganze Narrativ jetzt zum folgerichtigen Finale gebracht. Stell dir mal vor, wenn die Außenwelt von unserer Stadt erfährt. Stell dir vor, wenn der Sowjet irgendwie von Rapture erfährt. Oder der Amerikaner. Woraufhin Mary sagt, ja, so ein bisschen Todesstrafe ist da ja ein kleiner Preis für unsere Freiheit. Jetzt hast du es begriffen, Mary. Scheiße, jetzt haben wir ausgerechnet die Little Sister verpasst. Hi. Gene Traitor. Okay. Steel Bolts. Brauchen wir nicht. Artemis Suites. Ja, in den Artemis Suites war, glaube ich, das Labor, ne? Auf jeden Fall kommt mir der Name bekannt vor und ich denke, es ist viel im Zusammenhang mit Suchongs Labor, wo wir das finden, was uns davon abhält, ständig unsere Plasmide in die Hand zu nehmen. Ist der immer noch nicht kaputt. Oh, klopf mal an die Wand hier, wir brauchen mal eine Little Sister. Ich wüsste halt gerne, von wo hier irgendwie was ballert. Ist mir weird. Ups, das war anders geplant. Load. Watch. Den Rest machen wir mit der Rohrpumpentange. Das klappt nicht so effektiv, wie ich es mir gedacht hatte. Wir arbeiten weiter dran. Na gut.
Er schläft jetzt, der Mr. B. Genauso wie du es gleich tun solltest. Okay. Da hat mir scheiß Plasminwechsel gerade meine Rettungsaktion versaut. Ich hasse das. You saved me. Whenever anyone wants others to do their work, they call upon their out. Never mind your own needs, they say. Think of the needs of whoever. Stay. Okay, Ryan verbreitet wieder seine Propaganda. Haben wir jetzt keine Zeit für. Erstmal schauen wir uns, was die Little Sisters und Tenbaum uns Schönes gebracht haben. Nochmal 200 Adam, der Prolific Inventor und ein bisschen Liquid Nitrogen. Prolific Inventor. In den von Ressourcen weitestgehend befreiten Hallen Raptures ist das Erfinden so oder so schon ein wertvolles Hobby. Er macht dich selbst zu einem Prolific Inventor und dann wird dir der Neid deiner Mitmenschen sicher sein, da du wertlosen Müll in wertvolle Kommoditäten verwandeln kannst. Oh. Wann immer du einen Gegenstand erfindest, kriegst du die doppelte Anzahl dessen, was du normalerweise kriegen würdest. Das ist voll schlau irgendwie. Er hebt ihn erstmal raus. Aber dieser Garrothaks Garten ist kaputt. Das ist schade. Ein Elektrikberg, bitteschön. Hängt mal den ganzen Spaß noch. Autoeck, ja. Nehmen wir noch einen zweiten. Genbank, U-Invent. Okay. Alle klar, Herr Kommissar. Digga, du blockst unsere Little Sister. Mach dich fort. Ach, naja, gut. Er kann jetzt klopfen, solange er möchte. Da werden jetzt so oder so keine. Ha-hai! Wie mies! Wenn man die ganze Zeit noch stille ist. Cool. Ah, da müssen wir jetzt schlau sein. Leider können wir ihn momentan weder schocken noch einfrosten, da, weil unsere Plasmide da nicht mitspielen. Tenbaum hat uns ja gerade gesagt, es wäre zu gefährlich, das zu versuchen. Aber dafür haben wir ja immer noch unseren Flüssigkeitswerfer. Bisschen Trockeneis und die Sache sieht schon wieder ganz anders aus. Sehr gut. Okay. Atlas lebt. I bribed one of the gorillas at the gate to let me in. It's awful in here. To my right, I can see a dead woman lying in the street. Everybody just walking by her like she isn't there. But I noticed something spray painted everywhere. Atlas lives. I mean, I don't know what it means, but something tells me it's important to these people. Weitere Eindrücke von Diane McClintock. Alles ganz schön schrecklich. Sie passierte eine Frau, die tot in der Straße lag. Und alle laufen einfach an ihr vorbei. Niemand kümmert sich darum, weil es wohl offensichtlich alltäglicher Anblick ist hier. Aber dann ist ihr noch was aufgefallen. Überall ist halt mit Graffiti an den Wänden gesprüht. Atlas lebt, Atlas lebt. Sie hat zwar noch keine Ahnung, was genau das heißt. Aber das scheint auf jeden Fall, soweit ist sie dann schon, den Menschen eine wichtige Nachricht zu sein. Da waren wir also nicht die Einzigen, die sich auf den guten Atlas verlassen hatten. Glauben, wir wären Bro. Stellt sich raus, ist er gar nicht. Eher ein falscher 50er, ein Miso. Okay, das klappt nicht. Können wir nur die Katastrophe verhindern. Noch mehr vermissten Anzeigen. Die Straßenkunst des Chaos. The smuggler is the friend of the parasite. It is your duty to report the smuggler. Adam lässt nicht zu, dass du dich weiter herausredest. Das klingt ein bisschen wie Steinman. Oh,
Oha, hier geht's nach unten? Ist die Metrostation oder was? Hallo? Not so quick, kid. I still got enough of a leash on that brain of yours to keep you from getting any closer to my roost. Okay. So. Hier müssten wir aber eigentlich hin, aber wir kommen dem nicht näher. Er hat noch ausreichend Kontrolle, um uns davon abzuhalten. Ja, glaubt ihr denn, dass Ryan euch helfen wird, wenn ihr am Boden liegt und fertig seid? Nein, Fontaine ist derjenige mit der helfenden Hand. Ja. Nee. Made Ryan good and mad when I started playing the charity angle. Fontaine's home for the poor. Before I knew it, I was calling myself Atlas and leading an army. Ryan and his precious raptor. You don't have to build a city to make people worship you. Just make the chumps believe they're worth a nickel. Oh, Frankie Boy. Gibt ein bisschen damit an, dass er Ryan in den Wahnsinn getrieben hat, als er mit der ganzen Wohltätigkeitsnummer angefangen hat. Und ehe er es sich versehen hat, hat er sich selbst Atlas genannt und hat eine ganze Armee geführt. Ja, man braucht halt keine Stadt bauen, damit die Leute einen vergöttern. Alles, was man tun muss, ist den Leuten das Gefühl geben, dass sie auch nur einen Cent wert wären. Gib ihnen das Gefühl, dass sie was wert sind und schon hast du sie in der Tasche. Au! What? Ah ja, okay, gotcha. Mhm. Menschen. Waffen. Stuff. No. Okay, this is a bit more chaotic than intended. Könntest du bitte nachladen? Es ist Wahnsinn. Es ist absoluter Wahnsinn. Mein Raketenturret. Ich gehe mal nach unten. Au. Ich habe alles anders geplant. Kam dann auch anders. Naja, aber wir tanken uns durch. Was ist denn hier los? Lieber Clown, hilf mir. Wir sind alle gemein zu mir. Wir haben keinen Autohack mehr, das ärgert mich. Aber waren wir etwas zu voreilig mit den ganzen Autohacks? Unser Turm arbeitet immer noch fleißig weiter, das ist gut. Ist ein arbeitsamer Turm und ich hänge in den Matratzen, das nervt mich. Meeting Atlas. The people here have grown to trust me. Ryan's mistress, and still they take me in. They finally brought me to Atlas. Without him, the people of Palo Square would give up. I asked him if he was going to lead the people in some kind of uprising against Ryan. He sighed and said, I am not a liberator. Liberators do not exist. These people will liberate themselves. I thought Andrew Ryan was a great man. I was a fool. Okay, Dianes Reise ging weiter und ich hoffe mal, wenn wir in diesem Koffer das Band gerade gefunden haben, dass das hier nicht sie ist. Ich meine, vom Model würde es nicht hinhauen, aber schwierig. Auf jeden Fall hat sie endlich Atlas getroffen. Obwohl sie halt Ryans Geliebte war, haben die Leute sie hier trotzdem aufgenommen. Und sie hat Atlas dann gefragt, hey, bist du derjenige, der die Stadt und die Menschen hier befreien wird? Woraufhin er geseufzt hat und gesagt hat, ich bin kein Befreier. Diese Menschen hier draußen, die werden sich selber befreien. Und nach dem Motto, ich helfe ihnen nur ein bisschen dabei, ihre eigenen Kräfte zu sammeln. Woraufhin die gute Diane McClintock sagt, sie dachte, dass Andrew Ryan ein großartiger Mann gewesen wäre. Sie hat sich geirrt. Mit der Implikation, dass
natürlich Atlas der wahrhaft große Mann ist. Er hat sich aber dann hinten raus auch schon wieder beirrt. Da wollen wir hoffen, dass das nur ihr Koffer war, der da unten lag und ja, der Leichnam nicht dazu gehörte. Das sind offensichtlich im Gegensatz zu Olympus Heights hier die etwas einfacheren Apartments. Also, mehr als offensichtlich. Nein, Mello, meh. Können wir den Telefonjoker wählen? Ich schätze mal das nicht. Ja, guck mal hier. Ne? Doppelstockbetten, einfache Arbeiterunterkünfte, so sieht's aus. Macht dann dementsprechend natürlich auch Sinn, dass er die ganze... Wir nehmen die Leute gefangen und Massenhinrichtungen, Aktionen und so weiter in Apollo Square und nicht in Olympus Heights gemacht haben. Weil in Olympus Heights, da wohnen ja die wichtigen Menschen. Ist das hier Keller oder was? Sehr schön, automatisches Hacktool. Müssen wir, wenn wir an einem U-Invent vorbeikommen, wollte ich gerade sagen, au. Bin gleich für euch da. Gib mir nur eine Sekunde. Ach, okay, hey. Hi. Grüß dich, mein Bester. Okay. Vodka. Eine Stahlschraube als Geschenk. Schau hier als Zeichen meiner Anerkennung. Ist das Torx? Ja. Okay, zweite Etage jetzt noch nicht ganz so spannend. Aber mal gucken, was wir hier oben finden. Hallo? Pistol Rounds. Potato Chips. Who's that? Off my state! Get off! Bleiben Sie hier, gibt doch keinen Grund wegzulaufen. Ach geil, ja. Hallo alle zusammen. Kleinen Nervensiegen. Oh, noch irgendjemand da unten nerven will. Jesus. So. Wir d'accord oder gibt's noch Fragen? Oh, schön in der Badewanne. Ringelicht. Ey, 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 ey. Wer? Ich hoffe wirklich, 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 dass dieser kleine Song in Bioshock 2 so in der Form nicht mehr stattfindet. Sind wir drüben schon? De facto ja. Da kommen wir nicht durch. Okay, auf in die letzte Etage, schätze ich. Hier wird aber jemand ganz richtig sicher gehen. Was ist das? 38 HST? Hm.
can't hide from the light down here. We were... Nein. Okay. Chemiewerfer, auch nice. Da geht's nach unten. Ah, verstehe, okay. Gucken wir erstmal auf der anderen Seite. Safe is safe. Da guckt doch wer in der Gegend rum. Yoiks. Okay, Cyclone Trap, cool. Hey, Blurgle. Okay, Cyclone Trap, lustig, aber das war's auch. Bin froh, dass ich da nicht größer rein investiert habe. Scheint auch so zu sein, dass wir mit unseren durchdrehenden Hallöchen, mit unseren durchdrehenden Plasmiden jetzt alles zur Verfügung haben. Security Bulls, I. Dum, 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 dum. No! Oi, hi, 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 hi. Dann. Doch wieder den Frost. Ach, das ist mal schon ein bisschen gehandicapt hier. Oh. War hier nicht gerade ein Miep, 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 Miep? Autohack, yes. Okay. Da geht's nach unten. Vorher checken wir hier aber nochmal alles aus. Ich würde schon gern irgendwie da rein, ne? Fröhliche Waffenkammer. Ach, guck mal hier. Wollen wir mal 2 Sekunden Zeit nehmen? Offensichtlich eine Art Druckerwalze. Mir scheint, das ist jetzt hier nicht nur einfach so, sagen wir mal, die etwas schlechtere Wohngegend, sondern, offenkundig ist es auch so ein bisschen ein Headquarter für die Atlas-Truppen. Atlas Lives, hier muss er auch, ne? Was ist das denn da? Ah, die Bolts. Patrick and Moira. Im Musical. So, so. Wissen wir jetzt zumindest, woher Atlas bzw. Frank Fontaine die Namen für seine, in Anführungszeichen, Familie hatte. Yay, 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 yay. Alles scheiße. Retro Hund. Patrick and Moira, my ass. Okay, dann müssen wir vielleicht nochmal warten, bis wir Telekinese wieder im Cycle haben oder vielleicht sogar befreit sind von dem ganzen Unsinn hier mit den wechselnden Plasmiden. Oh, power to the people. Woohoo! Bester Ort ever. Ist jetzt nicht so, dass wir es unbedingt nochmal ganz dringend brauchen würden, aber hey, ich nehme es mit. Make me more efficient. So, gucken wir mal, was können wir noch machen? So viel zur Auswahl haben wir gar nicht mehr. Pistol Clip Size, Roar, Consumption Rate, Thrower, oder Crossbow Bow Damage, schätze ich mal, oder? Ja. Nehmen wir eine Crossbow. Wenn wir da die Pistol noch fertig machen, dann bin ich eigentlich zufrieden. Ich hoffe mal, es kommt noch eine Power to the People Station. Enrage, nein. The Longest Con. Focused Hacker. Wenn du die empfindlichsten Systeme, die es da draußen gibt, hacken möchtest, dann kann nur Fokussierter Hacker 2 von der Hexmart-Serie sicherstellen, dass du sicher bist vor Überladungen. Focused Hacker 2.
Ja, komm, mach. Ein fieser Safe. Yeah. She was up for the part as well. Oh, today's raid. We went on a raid outside the wire today. We snagged 31 rounds of buckshot, 4 frag grenades, a shotgun, and 34 atom. We lost McGee, Epstein, and Valette. We got one of those goddamn big daddies in the bargain, though. It was something awful they had to do to that little girl to get the atom, but we didn't start this thing. Ryan did. I can't wait to tell Atlas. He'll be so pleased. Okay. Diane McClintock hat sich also, wie sie schon angedeutet hat, offenkundig direkt Atlas dann angeschlossen. Und gesagt, ja, von ihrem Raubzug war wohl relativ erfolgreich. Auch wenn sie 3 Leute verloren haben, haben sie einiges an Munition einsammeln können. Sogar einen Big Daddy erlegt. Sie kann es gar nicht erwarten, Atlas davon zu berichten. Ja, jetzt habe ich aber so ein bisschen das Problem. Das haben wir gerade von diesem Leichnam hier gelootet. So, der Koffer war ja eine Geschichte, aber The Longest Con. Mal gucken. Never play a man for a short con when you can play him for a long one. Atlas is the longest con of all. Ryan wanted Frank Fontaine dead. I just gave him what he wanted. As Atlas, I got a new face, a clean record, and a fresh start. Now, it's time to take back Rapture. He'll be so pleased. Oh, Mrs. McClintock, what are you doing here? Let me just turn this off. Okay, da haben wir die Überschneidung von dem anderen Audio Diary. Sie ist offensichtlich direkt reingeplatzt, während Frank Fontaine sinnloserweise seine Nicht-Drin-Pläne auf Audioband aufgezeichnet hat. Also können wir jetzt davon ausgehen, dass das hier vermutlich dann doch Diane ist. Frankie. Das Sündenregister steigt. Wird er so wahrscheinlich weggeputzt haben. Ich wünsche mir wirklich, ich hätte diese Falle hier nicht gelegt. Atlas lives. Nettes kleines Detail, diese Karte hier ist tatsächlich Karte von Steinmans Beauty Parlor. Und was wir jetzt leider wegen der scheiß Trap nicht sehen können. Naja, oder nur schlecht sehen können. Atlas lives. Oh, Mr. Cohen. Okay. Fontaine's Home for the Poor. Da habe ich ehrlich gesagt ja gar nicht drauf geachtet. Aber ja, das ist ja so das Armenhaus von Fontaine. Macht Sinn, dass man dementsprechend hier auch die ganzen subversiven Kräfte und irgendwelche Druckerpressen für Propagandaplakate und so weiter finden. Naja. Little Sister's Orphanage. Hey, ist das hier? Tja, also die Geschichte von Diane leider auch nicht gut ausgegangen. Einmal zu viel einem falschen, machtgeilen Menschen anvertraut. Das rächt sich dann irgendwann. Kriegt er mal schön hier mit dem Crossbow. Haben wir gerade Winterblast, jo. I don't need your loot. I need you dead. Okay, das war aufschlussreich. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt langsam wirklich Interesse daran, hier mal den Plasmiden-Wechselschaden wegzubekommen. Okay, schauen wir mal in den Artemis Suites. Hey! Okay, damit kommen wir nicht weiter. Ich habe gerade mal spaßhalber meine Kopfhörer umgedreht. Ich wunderte mich nämlich die ganze Zeit, warum die Audio-Cues konstant nicht aus der Richtung kommen, wo ich sie erwarten würde. Oder umgekehrt, warum ich immer in die falsche Richtung gucke. Aber das erklärt sich ja dann jetzt.
mag meine Aufnahmekopfhörer hier sehr. Dummerweise sind die von der Ergonomie her nicht so gebaut, dass man auf Anhieb erkennt, was links und was rechts ist. Das macht sich dann bei Stereo-Sound ein bisschen blöd. Let it go. You're frozen. What are you shooting at? Ach, auf die Kamera. Du dummer Lid, da ist doch noch Beton dazwischen. Der kleine Egon. Das Schlaueste ist er nicht. Wie die vielen anderen Egons vor ihm auch. Go fool you. Holt sie euch! Hallöchen! Where do you go, my lovely? Autumn is sweet, we're coming. Step 1, Camera Kill. Aua. Bees. Ja, das kenne ich mit dem Allergisch. Dann bin ich aber allergisch auf dich und jetzt geh kaputt heute. Okay. Ah, scheiße, ich hatte gehofft, er hat eventuell ein Hacktool rumliegen. Hat er aber gar nicht. Der Clown. Wobei, vielleicht, wollen wir schnell hacken. Ich hack heute schon wieder viel zu viel. Ein nutzloser Clown, er hat gar nichts, was wir brauchen. Alter, ich kann diesen Scheiß-Song ohnehin nicht ab und es ist heute warm und Hirn ist brei und dann Song und bist du. Napalm, no. You invent. One, two, three. New York to Germany. Ach Gott, damit, wie er schon wieder vergessen hat, dass alles doppelt ist. Ah. Naja, gut. Geht schlimmer, müssen wir uns was merken. Da sind noch ein paar Hacktools. Where is he, Madonna? Where is the little sinner? Cinnamon, where are you gonna run to? I send you lies! Ich sende dir Lügen? I don't know. Ach, könnte ich doch nur alles Auto hacken. Bisschen Loot hier im Klo, sonst eher nichts. Und das ist schade, aber zu akzeptieren.
Irgendwo aufpassen, dass ich mich hier nicht vergnäzen tue. Die Sounds sind creepy. Ich hänge hier ein bisschen fest, das ist ungut. Matratzen, heute mein größter Feind. Ich verstehe das nicht. Es fällt mir schwer, das einzuordnen. Ob Frohgemut die Treppe hoch. What are you doing there, mate? Creepy. Raum zu vermieten. Ja, so eine schöne Wohngegend hier. Ja, ein paar Auto-Hack-Tools mal rausknüppeln hier. Freie Klinik. Dr. G. Sushong. Ah. Alright. Dann gehen wir. Ne, komm, da gehen wir jetzt gleich hin. Ich habe keinen Bock mehr hier auf diese ganze Plasmiden-Gewechsel. Where is my stuff? Hello. Ha, ausnahmsweise mal das richtige Plasmid da. Flup. Auto-Hack, dankeschön. Yep. Nope. Meins. We call this lot enrage. Aber okay. Protection Bond. Ach, das ist ein Drill von einem Big Daddy. Yikes. Und dann dürfte das hier... Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das hier Dr. Sujong ist. Hehe. Ja, schade für dich, ne? Clinical Trial Protector System. Plagiate Lot 255. Dr. Sujong. Client Orion Industries. Very frustrating day. I can't seem to get the damn Big Daddies to imprint on the little brats. The protection bond is just not forming. Papa Sujong? Get away. Maybe if I modify the genetic sequence... Papa Sujong? Shush! The sequence to allow for... Get away, you filthy little shit! What? What are you doing? Get back! Get back! Whoops. Da hat er sich einmal komplett verrechnet. Er sagt halt, er kriegt es einfach nicht hin, dass die Big Daddies vernünftig auf die kleinen Kinder geprägt werden. Und während er vor sich hin signierte, kam dann einer der Kinder zu ihm und hat gesagt, Papa Sujong, Papa Sujong. Und hat ihn halt genervt, wie Kinder das manchmal machen. Bis Sujong dann den Kapitalfehler gemacht hat, die Erziehungsschelle ausgepackt und ihn grobtätig beleidigt und musste dann feststellen, dass das Bonding zwischen dem Big Daddy und dem kleinen Kind offensichtlich schon weiter vorangeschritten war, als er es gedacht hatte. Und er wurde dann nonchalant von dem Big Daddy, sagen wir mal hier, stationär verankert. Schade. Oh, da ist es. Lotte 192. Now you are having freedom. Sujong's drugs should have no hold on you. Take the bathysphere to Point Prometheus. It is time for this matter to be settled. Frankie! Wir kommen! Nachdem wir jetzt eine ausreichend große Menge von Lot 192 uns reingetrümmert haben, können wir jetzt auch wieder frei verfügbar alle unsere Plasmide, die wir tatsächlich auch haben wollen. Das ist gut.
Und jetzt wird er uns auch nicht mehr davon abhalten können, in die U-Bahn-Station hineinzusteigen. Sauber, Jungs. Wir nähern uns dem Endgame, das ist gut. Aber... Hallo. Fliegt! I believe you can fly. Woo. Medical Expert 3. Ja, könnte man eigentlich mal machen, Mann. Wir haben ja schon Medical Expert 2 drinnen, warum denn nicht? Hier geht immer noch groß die Partei. Meins? Waren wir hier drüben noch gar nicht, oder was? Oder wo kommt plötzlich dieses Türmchen her? Ist neu hingebaut. Kugelsicheres Glas. Okay, es ist lächerlich, was du aushältst. Ich bin dagegen. Gut, haben wir es jetzt. Ich würde halt gerne nochmal die dritte Etage checken. Jetzt aber blöd, wenn jetzt hier die ganze Zeit wieder neue Splicer spawnen. So, was ist hier los? Hallöchen. Achso, haben wir dich schon gehackt. Cool. Können wir hier irgendwie hoch? Technisch gesehen, ja, aber nein. Da hinten britzelt noch einer. Sehen wir doch ganz genau. Kamera. Come on, baby. I can do the twist anytime. Alter. Dieses distorted... Noises, diese Stimme, diese verzerrte. Ih, war schon unangenehm. Ah, loot. Merke, wenn wir es nicht looten können, lebt's noch. Da gilt es umgehend nachzubessern. Yeah. Okay. Wieder das gute Entwicklungsstudio. Für den Film. Ist das ein Schneggi? Aufständischer Mob verwüstet das Einkaufscenter. Gut möglich, dass das hier die Bude von unserem Paparazzi ist, der drüben bei Fontaine, bei Olympus Heights, geschnüffelt hat. Hau mal einen raus jetzt. Und wieder stürzt er uns nicht ab. Das ist doch sehr hervorragend. Cool. Ja, ich glaube, so langsam aber sicher haben wir dann hier aus Apollo Square auch so alles rausgepresst. Ja, und wie gesagt, so langsam aber sicher nähern wir uns dem Endgame. Also unsere Gedankenkontrolle ist aufgehoben. Ryan ist tot.
Sicherlich wird Frank Fontaine noch versuchen, irgendwie wegzukommen, aber wir sind ihm dicht auf den Fersen und ja, dann wird das vermutlich so hinkommen. Ich check nochmal ganz schnell, ob wir alle Audiologs haben. Was bist du denn? Oh, Zero Zero Box. Und bevor ich gucke, ob wir hier alle Audiologs haben, hole ich mir noch meine automatischen Hacktools. Ich hätte ja fast schon wieder vergessen. I am Iron Man. Klingt so ein bisschen so. Alright. Ja, super. Gerade nochmal nachgeschaut. Also, wir haben alles an Audiologs und sonstigen Sachen, die interessant sein könnten. Das heißt, das Letzte, was uns jetzt noch bleibt im Apollo Square, ist diesen rauchenden Schutthaufen so schnell wie möglich hinter uns zu lassen. Und dann mit Blümchen. Und da hat jemand Geld reingetan. Was ist bei euch? Ihr seid gechillt, oder? Was geht bei euch? Es war ja klar, dass sie mich hier einfach so durchlassen. Das ist nämlich genau der Grund. Ich wollte die Episode sehr gerne unten in der U-Bahn-Station beenden. Ich muss mir das Spiel hier nochmal ein paar Mannequin ins Gesicht spawnen. Okay. Er bringt mir Pestilenz. Hätte er sich für einen der apokalyptischen Reiter. Nee. Wir haben schon Merkwürdiges gehört hier unten. Bisschen Banane sind sie alle, das haben wir jetzt inzwischen ja auch schon gerafft. Sü. Alter, das kann nicht sein, was du aushältst. Ich habe eine voll abgegradete Betsy hier. Blödsack. Leadhead-Splicer, wie ich die nicht leiden kann, die Lümmel. You know what? I don't even care why things explode. Mir egal. Macht ihr mal. I got shit to do. Und Knöpfchen. You broke the spell! But laying all your chips on Mother Goose, it's not like you've never been double-crossed before. You know what I'm saying? Hoof it to Point Prometheus. We'll discuss this like men. You, me, a submarine topside, and more, Adam, than you can possibly imagine. Er ist ein bisschen irritiert darüber, dass wir seine Gedankenkontrolle jetzt endgültig abgeschüttelt haben. Sagt aber, ey, dass du tatsächlich so volle Kante jetzt der Mutter Gans, also Tenenbaum, vertraust. Naja, ist ja nicht so, als wärst du nicht schon mal hintergangen worden, wenn du verstehst, was ich meine. Pass auf, ich mach dir ein Angebot, komm mal rüber hier nach Point Prometheus, dann klären wir das wie Männer, wir diskutieren das aus. Ja, du, ich, ein U-Boot, was an die Oberfläche zurückführt und mehr Adam, als du dir das jemals vorstellen kannst. Das wollen wir mal sehen. Hat sie so noch nicht kommen. Also er deutet ja zumindest an, dass er einen Deal, einen Freundschaftsdeal machen will, aber er scheint ja, selbst wenn es zu seinem Vorteil wäre, scheint er nicht in der Lage, irgendwie ein Versprechen einzuhalten oder mal nicht ein Arsch zu sein. Von der Warte her können wir das ohnehin irgendwie schon an der Wand klatschen, dieses Angebot. Naja, in jedem Falle, wie es weitergehen wird, werden wir ja dann beim nächsten Mal sehen. Hörchen. Zwei Schuss ins Herz, wie es gebührt. Ich muss mal gucken, es kann sogar sein, dass vielleicht sogar nächste... Hallöchen. Nächste Aufnahmesession schon die letzte Folge wird von Gang 1. Tadadada. Siehst du, die hätte ich fast vergessen. Die gute Rolle. Jetzt haben wir aber alles, ne? Genauestens. Super. Ja, kann also sein, dass wir beim nächsten Mal die Sache hier schon zu einem Ende bringen. Ich weiß es ehrlich gesagt aus dem Kopf nicht mehr ganz. Wie dem auch sei, zu einem Ende gebracht werden wird's. Ich würde sagen, bevor wir in diese Bartysphere einsteigen, machen wir an der Stelle nochmal einen Cut. Ganz, ganz vielen herzlichen Dank, wie immer, fürs Zuschauen oder Zuhören. Wir sind jetzt inzwischen schon von mehreren Leuten zu Ohren gekommen, die das Ding immer so ein bisschen in die Beine laufen lassen und vor allen Dingen halt den Ton hören. Da fühle ich mich natürlich an sich geehrt, dass sich das jemand freiwillig antut, mein Gesabbel. Aber ja, wie auch immer man es genießen möchte, ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Mal. Bis dahin, lasst es euch gut gehen.
Macht's Beste draus und bis dann.